In einer Wohnung im baden-württembergischen Hockenheim wurden an Ostern zwei tote Kinder gefunden. Nach bisherigen Erkenntnissen gehen die Ermittler davon aus, dass die 7 und 9 Jahre alten Geschwister getötet wurden. Am Tatort wurde eine 43-jährige Angehörige wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes festgenommen. Das haben Staatsanwaltschaft und Polizei mitgeteilt. Gegen die festgenommene Frau wird jetzt ermittelt. Die Hintergründe der Tat sind bislang allerdings nicht bekannt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.